Hi Leute, man merkt, dass Weihnachten kommt. Was könnte ich zum Thema 3D-Druck kaufen bzw. schenken? Diese Fragen werden immer häufiger. Daher dachte ich, ich mache jetzt einfach mal eine Top 10 der besten Kauf- bzw. Geschenkideen zum Thema 3D-Druck. Ich werde jetzt nicht ewig auf das ein oder andere Produkt eingehen, also dieses Video soll kein Tutorial werden, sondern ich möchte euch einfach nur auf Ideen bringen, was ihr kaufen bzw. schenken könntet. Es geht nicht darum, was man drucken kann, um es dann zu verschenken, sondern was man Menschen schenken kann, die sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Oder was man sich selbst zulegen könnte, wenn man sich mit dem Thema 3D-Druck befasst. Alle Dinge, die ich euch jetzt empfehle, findet ihr in der Infobox verlinkt. Dann fangen wir doch gleich mal an. Erstens. Der 3D-Druckstift. Dieses Teil hier. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Tutorial darüber gemacht und habe genau gezeigt, was man mit dem Ding alles tun kann. Für jemanden, der einen 3D-Drucker zu Hause hat, ist das wirklich eine coole Ergänzung. Für die einen ist es eher eine Spielerei, andere können es dann doch öfters nutzen. Wir benutzen ihn wirklich öfters, als wir vorher gedacht haben. Mit diesem Ding kann man eben ja per Hand dreidimensionale Figuren erstellen, 3D-gedruckte Teile reparieren, Formen kopieren und so weiter. Ich habe darüber ein Video gemacht, findest du in der Infobox. Zum Thema Filamente. Mittlerweile gibt es wirklich sehr viele, sehr gute und auch sehr schöne Filamente. Daher gehe ich jetzt nicht auf alle Filamente ein, weil auch ich habe noch nicht alle Filamente getestet. Eine spezielle Sache möchte ich euch aber zeigen. Das sind immer nur ein paar Meter von den verschiedenen Farben. Damit kann man zwar nicht viel drucken, aber dann doch vielleicht mehr als man denkt. Ich blende euch mal kurz was ein. Diese drei Eulen habe ich mit so einem Paket gedruckt. Man sieht auch, dass da noch gut was übrig geblieben ist. Also einen riesen Druck kann man damit nicht machen. Aber die ein oder andere Kleinigkeit kann man damit definitiv drucken. Und das Coole an der ganzen Sache ist, in dem Päckchen, das ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, sind 20 solche Farben drin, 20 verschiedene. Man hat eben oft die Situation, dass man eben ein kleines Teil drucken möchte, in einer ganz speziellen Farbe, hat diese nicht da, dann kauft man sich halt vielleicht das klassische Kilo von dieser Farbe. Dann reißt man das Kilo an, druckt sein kleines Teil und dann liegt das Filament in der Box und verstaubt. Wenn man aber immer ein bisschen von den verschiedensten Farben parat hat, muss man nicht immer gleich ein ganzes Kilo anreißen. Wirklich sehr geil. Vor allem, wenn man jemand anders verschenken möchte, würde ich das extremst empfehlen, weil da kann man nichts falsch machen. Jeder, der einen FDM 3D-Drucker zu Hause hat, kann immer mal wieder verschiedenste Farben brauchen und muss somit nicht immer gleich ein ganzes Kilo kaufen. Coole Sache. Und welche Filamente kann ich noch empfehlen? Ich hatte wirklich viele, viele gute Filamente. Und wie gesagt, es gibt Filamente, die habe ich auch nicht auf dem Schirm. Aber ich kann nur noch sagen, das Filament von Cuba 3D, das drucke ich sehr, sehr gerne. Ja, und G-Tech, diese Silk-Farben von G-Tech, die sind auch wirklich schön. Diese beiden Filamente sind auch in meinem Online-Shop drin, da habe ich einen Pool mit Rabattcodes, aber das wird jetzt kein Online-Shop-Werbevideo, deswegen gehe ich jetzt gleich weiter zu Nummer 3. Das da ist ein Raspberry Pi. Das ist sowas wie ein kleiner Minicomputer, der programmiert werden kann. Wenn man dieses Ding hat, kann man von der Ferne aus, also wenn man irgendwo ist, mit dem Handy übers Internet gerade gucken, was der Drucker so macht und ihn gegebenenfalls auch anhalten und so weiter. Man kann damit wirklich viel coole Sachen machen. Zum Beispiel solche Zeitrafferaufnahmen gehen da wirklich auch sehr leicht. Ich möchte jetzt auch da gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich ehrlich gesagt da auch kein Vollprofi bin. Aber ich weiß, dass man damit wirklich unglaublich coole Dinge machen kann. Und wenn man jetzt jemand was schenken möchte und man weiß, okay, er ist eh technikbegeistert und kennt sich gut mit Computer aus, dann kann man den einen Raspberry Pi schenken, denn damit kann er wirklich viel machen, auch zum Thema 3D-Druck. Der vierte Punkt ist schnell erklärt. Die 3D-Drucker haben ein Druckbett, auf dem ja, das Druckobjekt eben haften muss. Dieses muss sehr, sehr gut gereinigt werden, denn sonst gibt es Probleme mit der Haftung. Mit das Beste, was man verwenden kann, ist Isopropanol. Wie viel ist da jetzt drin? 1 Liter hält wirklich ewig. Kann ich nur empfehlen. Mit Isopropanol bekommt man das Druckbett wirklich komplett fettfrei. Kann man immer brauchen, wenn man 3D-Drucker hat. Ein Energiekosten-Messgerät. Alles, was dadurch in die Steckdose geht, wird gemessen. Dieses Ding misst die Kilowattstunden und somit kann man sehen, wie viel hat mich der Stromverbrauch in der und der Zeit gekostet. Da meine Steckdosenleiste dran, in denen nur meine 3D-Drucker sind. Somit weiß ich, wie viel Energiekosten ich mit meinen 3D-Druckern habe. Sehr cooles Teil, wirklich nützlich, wenn man wissen will, was man für Kosten hat.
eine Konstruktionsmaus. Das Ding kostet ein bisschen was, aber für alle, die zu Hause selbst Sachen konstruieren, um diese dann auszudrucken, für alle die ist das Ding eine wirkliche Erleichterung. Da kann man eben, während man ja an seinem 3D-Modell rumkonstruiert, es mit dieser Maus dreidimensional im Raum drehen, das erleichtert die Konstruktionsarbeit wirklich sehr. Wenn man damit anfängt, findet man es komisch, aber nahezu jeder, der sich dann an dieses Ding ein bisschen gewöhnt, will es nicht mehr loshaben. Für mich ist das Ding nicht mehr wegzudenken, für jeden cool, der selbst Sachen konstruiert. Ich finde, so eine Konstruktionsmaus ist wirklich eine ganz besondere Sache. Dann gibt es noch so eine Anti-Vibrationsmatte. Das ist einfach eine Matte, wie man sie vielleicht auch von den Waschmaschinen kennt, die man unter die 3D-Drucker legen kann, damit Schwingungen aufgenommen werden. Wirkt sich positiv aufs Druckbild aus, ist eine ganz einfache Geschichte, eine einfache, coole Sache. Wo lagert man am besten sein Filament? Man kann sich natürlich luftdichte Boxen holen oder man holt sich solche Tüten mit so kleinen Entfeuchtern, damit man jede Filamentrolle einfach wieder separat einpacken kann, um diese dann sonst wo aufzuräumen. Somit nehmen sie nicht groß Feuchtigkeit auf. Dann empfehle ich noch Lacke. Wer gerne 3D-Druckfiguren anmalt, braucht gute Lacke. Wer meinen Kanal näher kennt, weiß, dass dann das eher Lillys Part ist. Die Lacke, die Lilly verwendet, sind auch verlinkt. Und jetzt zum Schluss eine ganz spezielle Sache. Für mich von höchster Wichtigkeit einen Messschieber. 3D-Drucker kann man wunderbar nutzen, um Sachen zu reparieren. Wenn irgendwas gebrochen ist, dann messe ich das Teil aus, konstruiere mir es neu und drucke es einfach wieder aus. Seitdem ich diese Drucker habe, bin ich ständig am Messen. Wenn man jetzt Drucker nicht nur für schöne Modelle nutzt, um irgendwelche Vasen oder Figuren auszudrucken, wenn man das Ganze auch als Bastler macht oder wirklich den nützlichen Sinn dahinter lebt, dann schadet ein Messschieber nicht. Beziehungsweise ist das für mich eine der wichtigsten Sachen, die ich hier als Zubehör habe. Das ist ein hochwertiger Messschieber, der auch den ein oder anderen Euro kostet. Es gibt definitiv noch günstigere. Ich habe euch aber den mal in der Beschreibung verlinkt, weil ich ihn schon seit Jahren habe und er definitiv zu empfehlen ist. Welche 3D-Drucker ich empfehle, findest du in meinem Online-Shop. Ein Link dazu ist in der Infobox. So Freunde, das waren jetzt mal 10 nützliche 3D-Drucksachen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dadurch helfen. Und an alle die, die selbst 3D-Drucker haben, was ist euer Lieblingsgadget? Was ist euer Lieblingszubehör zum Thema 3D-Druck? Bitte jetzt in die Kommentare. Wäre euch sehr dankbar. Bin gespannt, was ihr da so schreibt. Denn ich musste schon etwas überlegen, was ich da jetzt am coolsten finde. Ich hoffe, ihr fandet meine Infos gut. Und wenn ihr in Zukunft weiter tolle Infos haben wollt, dann müsst ihr einfach nur da drauf drücken. Damit gebt ihr mir ein Weihnachtsgeschenk und müsst dafür nicht mal was bezahlen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video.